Ich werde versuchen, eine Skizze zu geben zur Entwicklung und zur Struktur der neoliberalen Universität. Und zwar ist die Betonung erstmal die, dass es, obwohl ich vielleicht eine Stunde und vielleicht auch etwas länger rede, also nicht mehr als eine Skizze ist, weil das Thema relativ komplex ist. Und wenn man dieser Komplexität nicht gerecht wird, dann könnte es erscheinen, als sei die neoliberale Universität, so wie sie ist oder wie sie hier in Frankfurt vielleicht noch entstehen wird, in irgendeiner Form reformierbar. Ich würde also ganz gerne diese neoliberale Universität als Ausdruck einer neoliberalen Ökonomie, die sich nicht nur in Deutschland, sondern eben europaweit und global durchsetzt, darstellen. Das Zweite ist, ich beziehe mich auf Hamburg. Damit kenne ich mich aus. Mit den Frankfurter Verhältnissen kenne ich mich nicht aus. Das heißt aber nicht, dass, wenn ich über Hamburg rede, ich über Frankfurt nicht sage, sondern das, was wir haben von Hamburg oder Frankfurt oder Lissabon oder Helsinki, wo immer auch, sind alles besondere Fälle einer allgemeinen Strategie zum Umbau der Hochschulen und zur Produktion von humanem Kapital. Darum geht es am Ende. Ich werde versuchen, das Thema in Form von Thesen oder Stichworten zu entwickeln, wobei es ungefähr vielleicht um 12 Thesen gehen könnte, je nachdem, ich gucke dann auf die Uhr, damit es also nicht zu ausführlich wird. Und nach der Veranstaltungsreihe, die hier dann geplant ist oder durchgeführt wird, werde ich mich auf den gesellschaftlichen Kontext besonders konzentrieren und das andere etwas kürzer machen. Und zunächst mal anfangen mit der Kritik, die wahrscheinlich hier genauso, in Hamburg auch, europaweit, soweit ich weiß, formuliert worden ist, fern überhaupt eine Kritik an der neoliberalen Universitätspolitik vorgetragen wurde. Dass also diese neoliberale Universität, dieser Umbau, der seit einigen Jahren stattfindet oder mancherorts noch kommt, aber über kurz oder lang kommen wird, bedeutet, dass es mit der Bildung vorbei sei. Wir haben jedenfalls in Hamburg, was die Proteste betrifft, ein relativ spätes Einsetzen dieser Proteste, als der Umbau schon längst im Gange war. Ungefähr ab dem Jahre 2001, 2002, das war also schon mal mit einer zeitlichen Verzögerung von mindestens 5 Jahren, überhaupt erst bemerkt worden, was sich dort andeutet. Und die Proteste haben sich bezogen einerseits auf das Stichwort Bildung sollte keine Ware werden, darauf konnte man sich irgendwie verständigen. Und unter dem Gesichtspunkt gab es bisweilen auch Proteste von einigen tausend Studierenden, das ist relativ viel, obwohl an der Hamburger Universität ungefähr 40.000 Studierende immatrikuliert sind, aber einige tausend ist schon recht viel. Dann hat sich das Ganze abgekühlt und wenn vor 2, 3 Jahren noch protestiert wurde und es gab eine Demonstration in Hamburg in die Innenstadt, konnte man froh sein, wenn noch 100 Menschen teilgenommen haben. Das Zweite, wogegen sich der Protest gerichtet hat, das waren die Studiengebühren, die sind jetzt durch, die sind dann etwas moderat durch den neuen schwarz-grünen Senat gestaltet worden. Und dagegen richtet sich relativ wenig Protest. Ich fange mal an mit dem Hauptpunkt, nämlich dem Beklagen, dass Bildung zur Ware geworden sei und dass die neoliberale Universität also dies genau leistet. Das, denke ich, ist eine erhebliche Verharmlosung. Und wenn man in die entsprechende philosophische Literatur guckt, die ungefähr 120, 130 Jahre alt ist, also ungefähr ab 1870, 80, dann findet man dort auch schon das Beklagen des Verfalls der Idee, jedenfalls der Bildung und Verwandlung der Bildung in eine Ware. Und wenn man ganz weit zurückgeht, und damit fange ich mit der Skizze an, ist diese Debatte um Bildung und Wissen als Ware fast der Anfang der westeuropäischen Philosophie.
Das Wort Bildung wird in der Schleiermacherschen Übersetzung der Werke Platons immer Sokrates in den Mund gelegt. Und zwar zu Recht deshalb, weil Sokrates sagt, er sei ein Philosoph. Und als Philosoph würde er daran erinnern, dass er dasselbe täte wie sein Vater, der Bildhauer. Er sei ein Bildner von Menschen. Aber nicht als Bildhauer, sondern als Philosoph. Und er hätte im Übrigen als Philosoph die Aufgabe auch, die seine Mutter ausüben würde. Sie sei nämlich Hebamme. Und er würde also Bildner von Menschen sein in der Form einer Hebammenkunst. Diese Kritik des Sokrates, durch die sich die Bildung konstituiert hat, hat sich gerichtet gegen die zeitgenössischen Sophisten. Es geht also ungefähr um die Zeit um 450 vor Christus, die klassische Zeit der athenischen Polis, ungefähr 30 Jahre andauernd, also ganz kurz, das, was man mit der griechischen Bildung in irgendeiner Form in Beziehung setzt, bezieht sich in der Regel auf diese Zeit, vielleicht noch auf das darauf folgende Jahrhundert Platons und Aristoteles. Und in dieser Zeit, in der Sokrates lebt und, wenn man so sagen kann, lehrt, was ein etwas schiefer Ausdruck ist, gibt es noch die analogen Sophisten, die also bei Sokrates außerordentlich schlecht wegkommen und bei Platon und Aristoteles auch. Und zwar deshalb, weil sie die Weisheit in ein Wissen verwandeln, was gegen Geld gelehrt werden kann, in eine Ware. Und sie seien Kaufleute im Bereich dieser Weisheit und des Wissens und würden ihr Wissen nur verkaufen. Dagegen richtet sich die klassische philosophische Bildung. Und zwar deshalb, weil gesagt wird, in dem Moment, wo Wissen zu einer Ware wird, die verkauft werden kann, macht sich der Wissende zum Inhaber, zum Eigentümer dieses Wissens und setzt voraus, dass er dieses hätte. Und weil er dieses Wissen besitzt wie eine Ware, könnte er es auch gegen Geld verkaufen. Nach der Kritik von Sokrates und Platon und Aristoteles ist das purer Dogmatismus, vorauszusetzen, dass man dieses Wissen habe. Und man erinnert dann in den platonischen Schriften, oder man wird daran erinnert als heutiger Leser, dass die Philosophie dem Imperativ zu folgen hätte, den man über dem Apollon-Tempel zu Delphi lesen kann. Der Imperativ kenne dich, Selbsterkenntnis. Und diese Selbsterkenntnis sei nach Sokrates und Platon nicht isoliert zu erhalten. Also es könne sich niemand alleine hinstellen und sich selbst erkennen, sondern sich selbst erkennen heißt von vornherein vorauszusetzen, dass man nur glaubt zu wissen, wer man sei und dass man diese Annahme, dass man glaubt zu wissen, wer man sei, erst reflektieren müsste und dazu wie in einem Spiegel einen Dialogpartner benötigt, das heißt, sich in einem anderen, im Fremden mit sich identisch zu wissen. Das heißt, gesellschaftstheoretisch gesprochen, seine Individualität in Gesellschaft zu erlangen und sich in Gesellschaft aufzuklären. Und das ginge nicht privat. Es gäbe in diesen Aufklärungsprozessen deshalb auch kein privates Bescheidwissen. Niemand ist von solchen Aufklärungsprozessen ausgenommen. Und deshalb verspottet Sokrates und deshalb verspottet Platon und Aristoteles diese Sophisten, die glauben zu wissen, wer die was die Weisheit ist, die sich in den Stand, in den hypothetischen Stand des Selbstbewusstseins setzen. Und dies doch nur dogmatisch können und nur unter der Voraussetzung dieses Dogmatismus auch das Wissen in eine Ware verwandeln können und verkaufen können. Das finde ich ist außerordentlich hilfreich, wenn man heutige Auseinandersetzung verstehen will.
dies nachzulesen, diese Kritik der Philosophie am Sophismus, am Dogmatismus, an der Verwandlung von Weisheit in Geld, was man tauschen kann, dann und wodurch dann gesagt wird, diese Sophisten seien nichts anderes als Kleinhändler, Großhändler im Bereich des Wissens. Wenn man die Entwicklung weitergeht, dann ist diese Form der Aufklärung, dass also bei den Sophisten ein Widerspruch zwischen dem, was sie glauben zu sein und dem, was sie tatsächlich sind, dargestellt wird und dass dagegen ein Widerspruch erhoben wird, rezipiert worden in der frühen Neuzeit, im Italien der Renaissance, wo die bürgerliche Aufklärung und im Übrigen die bürgerliche Politik, Ökonomie auch beginnt. Und es entstehen dann die ersten Universitäten aus diesem Geist des Widerspruchs gegen den Dogmatismus, der sich jetzt richtet oder der jetzt die Form hat, wogegen sich der Widerspruchsgeist richtet, der christlichen Dogmatik. Das heißt, wenn man im 13., 14., 15. Jahrhundert von der beginnenden Autonomie der Kunst und von der beginnenden Autonomie des Wissens und der Weisheit spricht, dann ist damit immer diese Kritik gemeint, die Emanzipation des Wissens gegenüber der religiösen Dogmatik, die Aufklärung über diese Verhältnisse, und zwar mit dem damals welthistorischen Anspruch, der in die bürgerlichen Revolutionen führt, dass der Mensch seine Würde darin hätte, wieder mit der Metapher aus der Antike, Bildner seiner selbst zu sein und Bildner seiner Welt. Das ist in Florenz so gelehrt worden von Giovanni Pico aus dem kleinen Dorf Mirandola in der Nähe von Florenz. Und das ist der Geist, der dann sich hat schärfen können in Norditalien durch die Rezeption der Werke Platons, die dann die Rezeption des Aristoteles durch das Spätmittelalter ablösen, wo dann der Geist des Widerspruchs als Dialektik wieder auftritt und die ersten Universitäten, die sich dann bilden, noch fast im Hochmittelalter und dann aber im Spätmittelalter und in der frühen Renaissance ihren Geist dran bekommen. Das heißt also, die Universität von Bologna, wir reden ja heute über den Bologna-Prozess, ist die erste Universität, wenn man so will. Gemeinhin wird sie datiert auf das Jahr 1088. Da werden wir nachher noch zu kommen, weil es die 900-Jahr-Feier war, die den Bologna-Prozess eingeleitet hat. Mit dieser Emanzipation von der christlichen Dogmatik, der Mensch sollte sich hiernach auf seine eigene Vernunft stellen, die Wirklichkeit danach erbauen. Und deshalb wird hier der Geist dieses Widerspruchs von Laien und nicht mehr in den Skriptorien der Klöster gelehrt und tritt auf mit dem Anspruch der Utopie. Das ist, wie Sie vielleicht wissen, ein Kunstwort aus jener Zeit, von Thomas More aus England, der die Werke von Giovanni Pico, den ich eben erwähnt habe, übersetzt hat und nach England gebracht hat und 1516 das kleine Büchlein über den Staat Utopia schreibt, in dem dann die Vernunft herrscht und interessanterweise zur selben Zeit, als der Völkermord in Amerika sich vollzieht, entdeckt Thomas Morus und macht das in Form von platonischen Dialogen in diesem Utopia den amerikanischen Kontinent oder eben umgekehrt. Diese Entwicklung der Kritik am Glauben mit utopischem Gehalt, den Menschen zum Individuum zu bilden, die Verhältnisse entsprechend vernünftig einzurichten, leitet dann die Universitätsentwicklung.
Und wenn wir heute, jetzt mache ich einen zeitlichen Sprung ungefähr auf die Zeit 1800, also sehr locker um ein halbes Jahrtausend etwa, dann haben wir die Humboldt-Universität, die wir in Deutschland insbesondere mit dieser Idee von Bildung, also der Genese eines autonomen Individuums verbinden und teilweise auch mit der Idee einer autonomen Praxis. Das ist nun ein etwas problematisches Unterfangen. Also auf der einen Seite schließt diese Humboldt-Universität, die um 1810 als Berliner Universität gegründet wird und der einige grundlegende Schriften des deutschen Idealismus vorausgehen, an diese Idee, die platonische, sokratische Idee der Selbstaufklärung, der Aufklärung in einer Öffentlichkeit, auch in praktischer Absicht an. Und zwar gibt es Schriften, die dem vorausgehen. Einmal eine der letzten, die letzte Schrift von Immanuel Kant über den Streit der Fakultäten von 1798. Und dann gibt es eine Reihe von klassischen Schriften von Schelling, von Fichte um 1807, 1808, von Humboldt natürlich und von Schleiermacher auch. Humboldt kommt am spätesten als derjenige, der diese neue Universität institutionalisiert. Und das von Fichte ist ganz interessant, weil er, man könnte, also empirisch war eigentlich der zweite Rektor dieser Universität, aber de facto der erste. Und seine Schrift über sein deduzierter Plan, heißt es, einer in Berlin zu errichtenden höheren Lehranstalt, ist ganz besonders lesenswert, um den Geist dieser Universität darzustellen. Diese Universität, auf die man sich gemeinhin beruft, wenn man den heutigen Verfall beklagt, ist in vieler Hinsicht ein attraktives Bild, weil sie immer noch im Geist der Aufklärung steht, dem Geist der Antike. Schleiermacher, der also hier eine grundlegende Schrift verfasst zu dieser neuen Universität, gehört also noch oder ist der Übersetzer. Platon ist Deutscher, also die Übersetzung, die wir heute immer noch haben. Und diese Universität ist deshalb außerordentlich interessant, weil hier ja, der Seminarbetrieb immer noch vorgestellt wird, nicht als ein reines monologisches Lehren, sondern als Aufklärungsprozess, in dem der Lehrende selber Lernende und die Lernenden selber Lehrende seien. Und es wird hier ausdrücklich daran erinnert, unter dem Stichwort der Einheit von Forschung und Lehre, dass beides nicht getrennt zu haben ist, dass Forschung immer Lehren bedeutet und Lehren immer ein forschendes Lehren ist. Und das nicht einfach nur in dem empirischen Sinne, dass die Erfahrung, die jeder macht, wenn er lehrt, dass er auch viel dabei lernt, sondern dass es sich um einen Aufklärungsprozess, Selbstbewusstwerdungsprozess handelt. Dazu gehört dann auch die Idee einer autonomen bürgerlichen Öffentlichkeit innerhalb der Universität. Die Konstitution dieser Universität nach der republikanischen Verfassung, wie Kant sie auch ja unterschrieben hat, im Geist von Rousseau und der Französischen Revolution, der Bildung einer vernünftigen Volonté générale innerhalb dieser Universität. Deshalb auch die Idee der Freiheit von Forschung und Lehre. Was diese Universität aber an Besonderem hat, an deutscher Besonderheit, ist, dass sie entsteht zu einer Zeit um 1800, als die Entwicklung der bürgerlichen Politikökonomie an Deutschland lange vorbeigegangen ist. Deutschland hat an dieser Politikökonomie nur teilgenommen in der Zeit der Renaissance, in der Zeit der Hanse, man könnte fast sagen 1502, 1503, das war das Ganze erledigt und die Hanse war als Institution 1669 erledigt.
Und die bürgerliche Aufklärung und der bürgerliche Fortschritt war am Atlantik und bezog sich auf den westeuropäischen Amerikahandel. Und Deutschland ist dann zurückgefallen nach der Renaissance. Und war um 1800, Friedrich Engels hat das sehr ausführlich dargestellt, ein Land, in dem zu 80% Landwirtschaft betrieben wurde. Da war keine industrielle Revolution, als diese in England auf dem Höhepunkt war. Der Liberalismus ist nach Königsberg gekommen als Idee, aber es waren keine liberalen Verhältnisse hierzulande. Und deshalb hat Marx auch 1843 in seiner Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie darauf hingewiesen, dass die Deutschen deshalb diese Freiheit und die Bildung, die Revolution nur innerlich hatten. Bei Hegel klingt das viel lustiger. Der sagt, die Deutschen hätten viel Rumor im Kopf und würden ihre Revolution unter der Zipfelmütze machen. Und die Humboldt-Universität drückt das auch aus, weil neben den Imperativen, dass diese Universität Aufklärungsuniversität ist, dass sie republikanisch intern verfasst ist, dass es eine Freiheit von Forschung und Lehre gibt und eine Einheit von Forschung und Lehre. Und dass deshalb das Dach dieser Universität besteht in der Philosophie und dass es daneben nur drei andere Fakultäten gibt, nämlich die Medizin, die Theologie und die Rechtswissenschaft. Dass also diese Verfassung zugleich unter dem Imperativ steht, Einsamkeit und Freiheit. Rückzug der Aufklärung in die Innerlichkeit und derselbe Hegel, der also darauf hingewiesen hat, wo die Deutschen ihre Revolution machen, weist darauf hin, wo die Franzosen ihre Revolution gemacht haben und die Deutschen eben nicht. Das heißt, dass in diesem Imperativ Einsamkeit und Freiheit immer der Rückzug enthalten ist vor der materiellen Welt. Das hat Vorzüge, aber auch Nachteile. Der Vorzug zum Beispiel ist, dass Kant sagt, gegenüber seiner Majestät, dem König von Preußen, der sich gerne in die Universität einmischen wollte, das dürfte er wohl machen bei der Theologie und in der Medizin oder in der Jurisprudenz. Da ginge es um ein Wissen, was für irgendeine Sache nützlich sei und für den Staat insbesondere. Seine Majestät möge sich aber aus der Fakultät der Philosophie heraushalten. Dort würde Freiheit herrschen und da sei keinerlei autoritäre Eingriffnahme, Intervention hinnehmbar. Deshalb hat man in Deutschland auch immer ein halbes Jahrhundert, im 19. Jahrhundert, herablassend vom Brotstudium geredet. Das ist vielleicht auch ganz sympathisch. Heißt aber auch, dass die Revolution nur innerlich gemacht wurde und dass man die äußeren Verhältnisse sich überlassen hat. Weshalb diese innerlichen Revolutionäre nach außen außerordentlich autoritär waren und die Rückkehr zur Humboldt-Universität aus diesem Grunde nun wirklich nicht das Ziel sein kann. Weil diese Universität von vornherein ihre Freiheit nur im Inneren hatte und ihre Aufklärung im Inneren, waren die Deutschen, das hat Marx einigermaßen gut vorausgesehen, in den 40er Jahren im Vormärz die Ersten, die auf dem Standpunkt des Imperialismus waren. Und wenn man heute davon spricht, dass die deutschen Universitäten verfallen seien, dann meint man in der Regel gar nicht die Humboldt-Universität, sondern die Spitzenposition, wie man sich so neoliberal ausdrückt, die die deutschen Universitäten nach der großen Depression von 1870, 1873, 79 hatte. Und da schlug die Humboldt-Universität um. Die Freiheit im Inneren ist jetzt gewichen der Anpassung an den Materialismus der bürgerlichen Welt. Was wir nach 1873 insbesondere wieder in Deutschland haben, ist, dass hier die alten Bildungsuniversitäten unter den Imperativ gekommen sind des Brotstudiums, wie man es vorher genannt hätte. Es ging hier in der zweiten industriellen Revolution, die etwa um 1880 einsetzt, ganz anders als in der ersten, wo
der mechanische Webstuhl oder die Jenny-Spinnmaschine oder ähnliches noch von Handwerkern oder von Pfarrern entwickelt wurden, um die systematische Umsetzung von Wissenschaft in Technik, in verwertbare Technik, in Entwicklung der Produktivkräfte. Und spätestens mit diesem Zeitpunkt war es mit dem Bildungswissen vorbei an den deutschen Universitäten und die Bildung ist wirklich zur Ware geworden, zu etwas, was man technisch rational anwendet, zur Naturbeherrschung erstens und zweitens technisch rational anwendet im Bereich der Unternehmensorganisation, der sich herausbildenden multinationalen Konzerne, die also mit Kapitalfusionen in Form von Trusts oder in Form von Kartellen sich die Welt zu unterwerfen beginnen. Und man braucht noch Fachwissenschaften für den intervenierenden Staat. In Deutschland beginnt mit der Kartellgesetzgebung oder Kartellförderung und der Schutzzeuggesetzgebung ab 1879. Und dann entwickelt sich eine neue Kulturkritik vor dem Hintergrund der Humboldt-Universität und es wird dann außerordentlich heftig beklagt, der Verfall der Bildung in diesen Universitäten. Zum Beispiel, ich lese mal etwas vor von Friedrich Nietzsche, also einen kleinen Satz, aber es gibt relativ viel von Nietzsche, um 1880. Der beklagt, dass so ein, Zitat, exklusiver Fachgelehrter dem Fabrikarbeiter immer ähnlicher wird, nämlich diesem Fabrikarbeiter, der sein Leben lang nichts anderes macht, als eine bestimmte Schraube oder Handhabe zu einem bestimmten Werkzeug oder zu einer Maschine, worin er dann freilich eine unglaubliche Virtuosität erlangt. Und es ging jetzt zunehmend darum, also am Vorabend gewissermaßen des Taylorismus, diesen Taylorismus schon einzuführen in die Wissenschaft, die Wissenschaft verwertbar zu machen, den Wissenschaftler verwertbar zu machen zu einem verwertbaren Instrument, der überhaupt nicht mehr darüber reflektiert, wozu er das eigentlich macht, sondern der nur noch in seinem kleinen Bereich die Fachwissenschaften entstehen hier in seinem kleinen Bereich, Fachwissenschaftler ist und eben nicht mehr. Jemand, der diesen Verfall der Bildung, der Idee der Bildung, müsste man genauer sagen, auch sehr schön dargestellt hat, ist Max Weber in seiner Rede vor Münchner Studenten kurz vor seinem Tod 1920. Indem er von seinen amerikanischen Erfahrungen spricht und sagt, also in den USA berichtet er seinen deutschen Studenten, die wahrscheinlich doch einigermaßen noch erstaunt waren, obwohl sie es gar nicht hätten sein dürfen, in den USA seien die Studenten so, dass sie zu ihrem Professor gingen, wie ihre Mutter zum Gemüsehändler. Und während die Mutter, sagt Max Weber, das ist übrigens ganz interessant, weil seine Frau ja Frauenrechtlerin war. Ihre Mutter also zum Gemüsehändler geht und den Kohlkopf kauft, geht er als Sohn eines betuchten Vaters dann zu seinem Professor und kauft von dem Wissen. Und erwartet, dass wenn er Geld bezahlt, er die Gegenleistung erhält. Das ist ungefähr das, was man ja heute auch kritisiert. Nur das ist schon 1880, 1920. Und so gesehen sind die Verhältnisse heute nicht neu. Das, was Max Weber an dieser Entwicklung dann aber außerordentlich vehement darstellt, mit großer Hoffnungslosigkeit, aber mit doch erheblicher Radikalität, ist, dass er sagt, also diese fachwissenschaftlich ausgerichtete Universität würde nicht mehr der alten Idee der Vernunft und der Freiheit, der Aufklärung folgen. Diese Zeiten seien unwiederbringlich verloren. Man könnte in dieser Zeit nicht mehr die alten Universitäten aufrichten, die Freiheit der Französischen Revolution nicht deklarieren, damit sei Schluss. Und das beklagt er auch. Und das, was von der alten aufklärenden, emanzipatorischen Vernunft übrig sei, sei
die instrumentelle Vernunft, er nennt das Zweckrationalität, die in Rücksicht auf die Natur, auf Naturbeherrschung ausgerichtet sei und in Rücksicht auf die Gesellschaft, auf die Objektivierung, die Beherrschung von Menschen durch Berechnung. Und dies sei in aller Konsequenz das Gehäuse der Hörigkeit, von dem er sagt, es sei ein Gehäuse der Zukunft, was aber in der Gegenwart schon aufscheint. Und er sieht es vor allen Dingen kommen in Russland und in den USA, aber er sagt, unübertroffen allen voran die deutsche Organisation, die deutsche bürokratische Organisation in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Und diese würde verlangen, von den Universitäten die Ausbildung von Fachmenschen ohne Geist, Genussmenschen ohne Herz. Und er sagt, denn dieses Nichts bildet sich ein, eine nie erkannte Stufe des Menschentums erstiegen zu haben. Wenn man von dieser Prognose von Max Weber ausgeht, kurz vor seinem Tode, und nochmal liest, was Martin Heidegger, als er das Rektorat in Freiburg 1933 antritt, was Martin Heidegger dort zu sagen hat, dann ist das die Vollendung eigentlich dieses autoritären Geistes. Und zwar, ich lese jetzt nicht alles vor wegen der Zeit, aber vielleicht kann man das ja nachher nochmal nachtragen. Fordert Martin Heidegger von der Führeruniversität, dass in ihnen die Lehrenden die Führenden seien und die studentische Jugend drei Dienste zu leisten hätte in Rücksicht auf die Volksgemeinschaft, nämlich den Arbeitsdienst, den Wehrdienst und den Wissensdienst. Und dass es darum ginge, in diesen drei Diensten die Gefahr, der die deutsche Volksgemeinschaft ausgesetzt sei, zu begegnen und sich in dieser Gefahr, also das ist außerordentlich heroisch ausgedrückt, ganz furchtbar, ich kann die Sprache nicht mehr imitieren, also dieser Gefahr standzuhalten. Man findet dann diese Entwicklung der instrumentellen Rationalität weiterentwickelt in den Universitäten des Nationalsozialismus, in dem Bereich der Naturwissenschaften, zum Beispiel in der Idee einer deutschen, einer arischen Physik. Und da ich aus Hamburg komme, weiß ich es zufällig, dass das auch in Hamburg in den Sozialwissenschaften festen Fuß gefasst hat, dieses Denken. Hamburg hatte ganz lange traditionell eine Tradition gewissermaßen im Bereich der Stadtsoziologie. Und Hamburg hatte einen Dekan im Nationalsozialismus die ganzen 12 Jahre. Dekan für Philosophie und Sozialwissenschaften, der von Haus aus Soziologe war. Es gab ja keine Soziologen in dieser Zeit, die je Soziologie studiert hätten. Und er hat in Chicago von der Chicagoer Schule, die eigentlich einen ganz guten Ruf hat, empirische Sozialforschung gelernt und dann diese empirische Sozialforschung praktisch in der Form angewendet, dass er mit seinen Studenten erforscht hat, wer in Hamburg wo wohl so wohnt. Und daraufhin Karten Hamburgs erstellt, auf denen verzeichnet wurde, wer später deportiert wurde, Sozialdemokraten, Gewerkschafter, Juden, Sozialisten, Kommunisten. Und in dieser Absicht, in dieser praktischen Absicht ist dann diese instrumentelle Rationalität, die empirische Sozialforschung unter dem Nationalsozialismus unter anderem realisiert worden. Wenn man das Ganze noch etwas weiter geht, falls Sie Soziologie studieren, dann empfehle ich Ihnen sehr, mal nachzulesen, was die Deutsche Gesellschaft für Soziologie auf ihrem ersten Kongress in Frankfurt am Main im Übrigen 1946 zum Nationalsozialismus zu sagen hat. Der damalige Vorsitzende Leopold von Wiese hat gesagt, diese
Entwicklung zum Nationalsozialismus sei ein metaphysisches Geheimnis, daran dürfe man nicht rühren. Man sollte sich von aller Gesellschaftstheorie und Geschichtsphilosophie deshalb verabschieden und individualistisch ansetzen, den Menschen erforschen, so wie er halt sei. Daraufhin hat man erforscht in der Bundesrepublik mit aller Akribie den Menschen in der Industrie, die Landbevölkerung, also die Dorfsoziologie, Gemeindesoziologie, die Familiensoziologie, also in einiger Verdrängung der Vergangenheit. Und wenn man von Freud auch nichts weiß, so weiß man doch immerhin, dass wenn man die Vergangenheit verdrängt, sie in neuer Form wiederkehrt. Insofern ist das, was heute als Verfall der Bildung beklagt wird, hat das eine lange Geschichte, und wenn es einen Verfall im Moment geben sollte, hat der jedenfalls vor etwa 130, 40 Jahren mindestens eingesetzt und hat auch mit Sicherheit in Deutschland seinen Ursprung in der Humboldt-Universität, in der Anerkennung des Materialismus der bürgerlichen Gesellschaft und des Rückzugs von Intellektuellen tatsächlich in den Elfenbeinturm. Das war Punkt Nummer eins, der mir wichtig wäre. Der zweite Punkt ist der, dass wenn man heute von einer neoliberalen Universität spricht, man zumindest diesen Neoliberalismus in seinem gesellschaftlichen Kontext erklären müsste. Diesen Neoliberalismus haben wir, ich erkläre mit etwas zeitlicher Verzögerung das Ganze nochmal in anderer Hinsicht gleich, diesen Neoliberalismus haben wir praktisch realisiert, zuerst im Kontext der Weltwirtschaftskrise, die gar nicht so dramatisch schien, von 1973, 79 dramatisch schien nur der enorme Anstieg der Ölpreise. Der 73 betrug 2,9 US-Dollar pro Barrel auf 11,6 US-Dollar pro Barrel und nachher auf 30 Dollar ging, und da hat man gesagt, das sei ein Ölpreisschock und der hätte die amerikanische Nationalökonomie tief getroffen. Die war aber vorher schon längst getroffen. Jedenfalls hat diese Krise den alten Staatsinterventionismus in Gestalt des Keynesianismus und den Ausflüssen der amerikanischen New Deal-Politik der 30er und 40er Jahre zum Zusammenbruch gebracht. Und seitdem haben wir ein Problem, was heute manifest wird. Die Liberalisierung des Währungs- und des Finanzsektors. Und diese Liberalisierung hat dann zuerst eingesetzt in diesem Weltwährungssystem und musste aber national durchgesetzt werden. Und die ersten Nationen, die es national gemacht haben, war England, Margaret Thatcher 1979 und 1981 der Präsident Reagan in den Vereinigten Staaten. Helmut Kohl hat sehr bescheiden angefangen 1982 und die Franzosen haben 1984 mit dem Ende der Planifikation den Einstieg in den Neoliberalismus begonnen. Der Neoliberalismus, ich mache das gleich nochmal ausführlicher, hat das Dogma, dass man Wirtschaft und Gesellschaft als Ganze nicht erkennen kann und deshalb auch nicht rational steuern kann. Und weil man das Ganze nicht erkennen kann, hat man Wettbewerb. Der Hauptvertreter dieses Neoliberalismus als Theorie ist Friedrich August von Hayek aus Wien, seit 1930 an der London School of Economics. Und die meisten verbinden heute Neoliberalismus mit Ökonomie. Das ist in mancher Hinsicht auch richtig. Der Ursprung ist aber in der deutschen Rechtstheorie. Herr Hayek ist von seiner unmittelbaren Ausbildung auch her Jurist. Und dort beginnt also dieser Neoliberalismus. Und das Dogma, wie gesagt, ist, Gesellschaft als Ganze kann man nicht erkennen. Hayek sagt deshalb bezüglich der Gesellschaft, obwohl er seine Theorie Gesellschaftstheorie nennt, bezüglich der Gesellschaft würde herrschen, hat er relativ lange gesagt, Irrationalismus. Bis zu seinem Tod hat er dann zwischen 1980 und 1992 gesagt, Antirationalismus.
Und weil man nicht weiß, wie man das Ganze steuert, bliebe nur, sich so zu verhalten. Er nennt auch das Beispiel wie beim Fußball, Wettbewerbsregeln aufzustellen, nach denen sich alle zu halten haben. Wer aber am Ende gewinnt, das wüsste niemand. Das würde sich erst im Nachhinein aufstellen. Trial and Error, Karl Rahm und Popper, auch von der London School of Economics und mit Hayek eng befreundet. Also das ist das Dogma, was realisiert wurde, erstmal national. Dann ist dies realisiert worden auf der Ebene Europas mit der einheitlichen europäischen Akte 1986-87, wo verbindlich drinsteht, der gemeinsame Markt, der Wettbewerbsmarkt soll zum 01.01.93 implementiert werden. Dann ist dies durchgesetzt worden im Zuge der Schuldenkrise der Dritten Welt, Mexiko 1982. Ende der Staatsinterventionismus in der sogenannten Dritten Welt, der Import substituierenden Industrialisierung. Das ist also auch schon etwas her, und um 1990 mit dem Zusammenbruch der Staatssozialismus ist dies dann auch in Mittel- und Osteuropa und in der Folge in China und dann eben auch in Indien, weil beide Nationalökonomien sich auf den Comic-Con bezogen haben, durchgesetzt worden. Also wir reden über eine Entwicklung, die seit 1973 einsetzt und 1990, 91, 92 ihren Höhepunkt erreicht und die Institution, mit der man spätestens sagen kann, die den Neoliberalismus global durchsetzt, ist die Welthandelsorganisation WTO 1995. Diese globale Durchsetzung des Neoliberalismus hat dazu geführt, dass vier Deregulierungen zuerst national, dann auf europäischer Ebene und dann global durchgesetzt haben. Und das ist auch das, was Globalisierung heißt. Freier Verkehr von Gütern oder Waren, freier Verkehr von Dienstleistungen, in außerordentlich engen Grenzen freier Verkehr von Personen. Da geht es um den internationalen Kampf, um die sogenannten besten Köpfe, das sind die Wissenden, aber vor allen Dingen freier Kapitalverkehr. Das ist also der bis heute am weitestgehend deregulierte Bereich. Und diese Entwicklung bedeutete nach den Weltentwicklungsberichten der Weltbank einen Übergang zu einer globalen Wissensgesellschaft. Und zwar deshalb, weil im Bereich der Deregulierung der Produktion, der Warenproduktion, ein Ende des Taylorismus erreicht ist und eine Requalifikation der Handarbeit erfolgt. Und in diesem Sinne das Wissen in der Warenproduktion eine immer größere Rolle spielt. Zweitens, weil der Dienstleistungsbereich weitgehend in immateriellen geistigen Leistungen besteht. Drittens, weil es beim freien Verkehr von Personen nur um die Personen geht, die über dieses fragliche Wissen verfügen. Und viertens, weil der freie Kapitalverkehr entsprechend auch nur durch Wissen vermittelt werden kann, also vor allen Dingen durch Informationstechnologie. Das ist gewissermaßen der Fetisch. Man könnte sagen, der Computer ist eigentlich der Fetisch dieses Neoliberalismus. Also ein Wissen, was durch Berechnung beherrscht. Deshalb hat die Weltbank auf globaler Ebene 1998 schon einen Weltentwicklungsbericht zum Thema Wissen in der globalisierten Welt vorgelegt. Deshalb habe ich auch vorhin gesagt, als die Proteste 2002, 2003 kamen, kamen sie mindestens 5 Jahre zu spät. Die Weltbankberichte liest man ja gemeinhin nicht als Sozialwissenschaftler. Das ist ein großer Fehler. Dann hätte man schon 1998 gewusst, was da kommt. Zweitens hätte man es schon viel früher wissen können, weil der gemeinsame Markt, der 1993 europäisch institutionalisiert wurde, bedeutet hat die Freisetzung des Kapitalverkehrs. Und das hieß, dass man sagt,
Das Kapital ist wie ein kantisches Transzendentalsubjekt und lässt sich dort nieder, wo es die besten Verwertungsbedingungen kennt, betriebswirtschaftlich ausgedrückt, wo der beste Standort ist. Und deshalb hat zum Beginn dieses gemeinsamen Marktes die damalige Bundesregierung einen Standortbericht, Standort Deutschland, herausgegeben. Und in diesem Standortbericht gefordert, dass sich die gesamte Gesellschaft, Familie, Kirchen, Theater, Schulen, Hochschulen, die Parteien, der Staat insgesamt, standortkonform, das heißt den betriebswirtschaftlichen Akkumulationsimperativen multinationaler Konzerne entsprechend zu formieren haben. Das steht dort mit aller Deutlichkeit drin. Also von den Familien über die Kirchen, also Dinge, die man bis dahin gemeinhin nicht mit Ökonomie in Verbindung bringen würde. Das Gesundheitssystem, das Rentensystem, alles sollte umgeformt werden. Der öffentliche Nahverkehr, die Wasserversorgung, die Versorgung oder die Entsorgung von Abwässern, die Müllabfuhr, alles möglich. Es ist einfach alles aufgeführt, was unter diese Standortwahl fällt. Und es waren eben auch die Hochschulen dabei und auch die Schulen. Und die Forderung, dass diese hier betriebswirtschaftlichen Imperativen zu genügen haben. 1988, etwas vorher in Bologna, ein Treffen der zum 900-jährigen Bestehen der Universität von Bologna, ein Treffen der Rektoren der europäischen Universitäten, die das Ziel proklamieren, die tiefsten Werte der Hochschultradition zu feiern und starke Bindungen zwischen europäischen Universitäten anzuregen. Und diese Deklaration wurde dann in die Bologna-Erklärung der europäischen, der EU Bildungsminister, Bildungsministerin übernommen, 1999. Und dort wurde folgendes Ziel proklamiert, und das ist danach alle zwei Jahre nochmal neu formuliert worden, das muss ich jetzt nicht wiederholen. Die Formulierung lautet, es ginge darum, 1999 einen kohärenten, kompatiblen und wettbewerbsfähigen europäischen Hochschulraum zu verwirklichen, den wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt zu bilden, eine European Knowledge Area im Kontext einer European Cultural Area. 1999. Das heißt, bis zum Jahre 2010, bis zum nächsten Jahr soll das realisiert werden. Also in Hamburg sind wir soweit. Das schaffen wir locker. Also diese Universität bis dahin zu realisieren, Hamburg ist schon fast durch auf diesem Wege. Viele andere Universitäten auch. Wir hatten vorhin darüber geredet, Frankfurt hinkt da wohl noch ein bisschen hinterher. Also ich hatte eben den Bericht erwähnt, den Standortbericht 1993 der Bundesregierung. Und ein halbes Jahr später hat sich dann in der Bundesrepublik gebildet, aufgrund dieser Forderung, die Schulen und Hochschulen entsprechend umzugestalten, das Zentrum für Hochschulentwicklung in Gütersloh, das Sie sicher kennen, mit dem wir ja alle konfrontiert sind. Also eine Institution, die gebildet wird von der Bertelsmann Stiftung und der Hochschulrektorenkonferenz, mit dem Ziel, die Hochschulen zu entfesseln, so als seien sie bisher gefesselt worden, und zu neuen Ufern zu führen, mit dem Ziel dann, die Hochschulen zu evaluieren, Wettbewerb einzuführen, Studiengebühren einzuführen und alles, was man heute damit verbindet, und dass an den Hochschulen geforscht werden sollte, wonach in der Gesellschaft nun wirklich Bedarf bestünde. Deshalb ist also dieses Zentrum für Hochschulentwicklung auch mit relativ viel Geld ausgestattet worden und macht in diesem Sinne Propaganda und begleitet auch dann
mit dieser Propaganda und den Evaluierungen den Umbau der Hochschulen. Das ist also der Kontext, in dem also diese Hochschulentwicklungen stehen. Es geht also nicht allein um Hochschulen, sondern auch um Schulen, und es geht nicht allein darum, sondern es geht um einen Gesamtumbau der Gesellschaft, und zwar nach dem a priori betriebswirtschaftlicher Gewinnrechnung multinationaler Konzerne. Und dies ist auch kein schlechter Einfall von irgendjemandem, sondern die Antwort auf den Zusammenbruch des Staatsinterventionismus in den 70er Jahren. So gesehen gab es in den 70er Jahren zu dieser Entwicklung auch kaum eine Alternative, das muss man dazu sagen. Es ist also keine Verharmlosung angebracht, dass man denkt, es gibt vielleicht in der Welt diese oder andere Alternative. Das Einzige, was es an herrschenden Lehrmeinungen vielleicht noch gibt, neben dem Neoliberalismus, der in der Ökonomie und den Sozialwissenschaften durchgedrungen ist und anderswo eben auch, bis zur Hirnforschung würde ich denken, ist der alte Staatsinterventionismus, und der ist nun wirklich tot, obwohl das im Moment so aussieht, als sei er gar nicht tot. Dann würde ich gerne einige kurze Stichworte machen, was dies für den Bereich der Sozialwissenschaften, der Aufklärung, der Sozialphilosophie bedeutet. Wenn man in dieser Form eine Hochschule neoliberal umgestaltet, könnte man denken, es ginge nur um eine äußere Umgestaltung, um eine Umorganisation. Dass man die Hochschulen intern mit einer betriebswirtschaftlichen Logik unterwirft. Und das mag dann vielleicht noch angehen und unangenehm sein, wenn man dieser Logik unterworfen wird, vielleicht auch ab und zu Zettelchen verteilt, wo Studenten die Professoren evaluieren und die Professoren nun dauernd Studenten prüfen müssen und die Bürokratisierung völlig überhand nimmt. Aber das ist vielleicht noch hinzunehmen. Was viel schlimmer ist, ist, dass diese äußere Form, die Organisationsform, inhaltliche Folgen hat, weil sie nämlich selber auf einem bestimmten Gesellschaftsmodell beruht. Die Hauptfolge ist die, dass durch diese äußere Organisation der Universität alle Formen von Wissen, die auf Aufklärung und Emanzipation, auf Gesellschaftskritik gerichtet sind, an dieser Universität wirklich keinen Platz mehr haben. Und zwar nicht einfach nur deshalb, weil irgendjemand sagt, wir wollen entsprechende Professoren nicht haben, sondern weil man Seminarformen hat und eine Organisationform hat, in der das nicht mehr möglich ist. Und dies ist, weil ich hier nun in Frankfurt bin, betrifft also diese Tradition, um die es in Deutschland geht, insbesondere die jüdische Sozialphilosophie, die in Deutschland ja ihre Heimat in Frankfurt hat, im Institut für Sozialforschung, was dann Folgen hatte, nicht nur für den Bereich der Sozialwissenschaften und Philosophie, sondern auch für den Bereich der Pädagogik, für den Bereich der Kunstwissenschaft, also für den ganzen Bereich, den man so etwas problematisch geisteswissenschaftlichen Bereich nennt. Dieser Neoliberalismus geht, wie gesagt, aus von dem Dogma, dass man die Gesellschaft als Ganze nicht erkennen könnte, was von vornherein ausschließt, dass es so etwas wie Gesellschaftswissenschaften geben kann, weiterhin. Wenn man die Schriften von Hayek liest, und falls Sie die Zeit haben, würde ich Ihnen das dringend empfehlen, nicht nur aus Gründen des Protestes gegen Hochschulentwicklung, sondern aus Gründen des Protestes gegen Entwicklung in der Gesellschaft und Wirtschaft insgesamt, finde ich sehr empfehlenswert nachzulesen, sein Hauptwerk über die Verfassung der Freiheit, das ist von 1960. Und Sie finden da eine ganze Menge skandalöse Formulierungen drin, die nicht einfach nur dem Autor so aus der Feder gerutscht sind, sondern dieses Thema haben. Herr Hayek stellt sich in dieser Schrift dar
als ein, auch wenn er Österreicher ist, als ein deutscher Sozialphilosoph in der Tradition der deutschen Gegenaufklärung des Wiener Kongresses. Und er zitiert immer liebend gerne einen der ersten Juristen der Humboldt-Universität, die oft so gelobt wird, nämlich Herrn Friedrich Karl von Savigny, der gegen die französische Aufklärung und Revolution aufgetreten ist, mit der Rechtsdogmatik, der deutschen Rechtsdogmatik, dass man sich in die deutschen Rechtsquellen sinnverstehend hineinzuversetzen hätte und dass diese organisch entwickelt seien und dass alle Versuche einer neuen Neuerungssucht, schreibt er, und schreiben auch die Nachfolger am Ende des 19. Jahrhunderts in Wien, an die Stelle der organischen Entwicklung die sogenannte Vernunft setzen wollten, die Aufklärung. Und Hayek ist außerordentlich begeistert von dieser Verwerfung der Vernunft und dieser Art der Freiheit des Individuums in einer freien Gesellschaft. Hayek unterschreibt, dass gesellschaftliche Entwicklungen organisch, naturwüchsig verlaufen und der entsprechende Staat ein organischer Staat sei und in der Ökonomie eine entsprechende organische Entwicklung nennt er dann die spontane Wettbewerbsordnung, im Unterschied zu einer gemachten, die man zum Beispiel bei Keynes hatte oder bei Stalin. Da macht er überhaupt gar keinen Unterschied. Rousseau gehört in die gleiche Richtung. Die Forderung ist also die, dass der wahrhaft freie Mensch in dieser spontanen organischen Entwicklung, spontanen Ordnung sich anzupassen hätte. Anpassung ist der Imperativ an diese organische Entwicklung. Und weil der Mensch sich dieser organischen Entwicklung der puren Tradition, die blind tradiert wird, anpasst, weiß er von vornherein nicht, ob er mit seinem Anpassungshandeln Erfolg hat und ob er sich wirklich angepasst hat, das weiß er erst im Nachhinein. Deshalb wiederholt Hayek die Lehre von Popper, es ginge um Versuche und Irrtum, man versucht halt was und wenn man erfolgreich war, hat man recht gehabt. Weil diese Gesellschaft insgesamt nicht erkennbar ist, gehört es zu den Dogmen des Neoliberalismus und das erwähnen, bekommen wir jetzt immer präsentiert, wenn es um Krisensymptome geht, dass man nichts anderes könnte, als die Verhältnisse zu individualisieren. Bei Hayek heißt es, dieser Liberalismus beruht auf einem methodischen Individualismus. Man könnte nur vom Individuum ausgehen. Wenn man dies Individuum näher betrachtet, dann ist es nicht das autonome Individuum, was sich über die Vernunft aufklärt. Die Vernunft ist ja hier dem Neoliberalismus tot und etwas höchst Autoritäres, sondern dieses Individuum ist, wenn es frei ist, den Verhältnissen optimal angepasst. Man könnte sagen, es hat die Verhältnisse vollständig internalisiert. Und wenn Sie aus einer frühen Untersuchung, die jetzt gut 70 Jahre alt ist, aus Frankfurt im amerikanischen Exil dann zu Ende geführt, gucken, nämlich die Studien über Autorität und Familie, dann finden Sie, dass genau dies die Definition ist in dieser Untersuchung von Horkheimer und Mitarbeitern des autoritären Charakters. Da wird gesagt, bei Horkheimer im allgemeinen einleitenden Teil zu den Studien über Autorität und Familie, der autoritäre Charakter ist der Charakter, der die bewusstlosen Verhältnisse bewusstlos verinnerlicht und sie reproduziert und die Krisen in der Gesellschaft als eigenes Fehlversagen sich zurechnet. Also der zur Personifikation, marxistisch ausgedrückt, der Verhältnisse geworden ist. Es geht also um die Zurichtung dieses die ökonomischen Imperative verinnerlicht habenden Charakters. Das ist dieses neoliberale Individuum, um das es hier geht.
Dann wäre noch außerordentlich wichtig, weil diese Anpassungsfreiheit, es gibt ja im Sozialismus so eine fürchterliche Tradition, die Freiheit als Einsicht in die Notwendigkeit begreift. Das ist beinahe die neoliberale Version hier. Weil also das Anpassungshandeln und die Vernunft, das Anpassungshandeln gefordert wird und die Vernunft deshalb obsolet ist, geht diese Freiheit immer zusammen, nicht mit Gleichheit, das wäre nämlich die Verallgemeinerungsfähigkeit des individuellen Willens, kategorischer Imperativ von Kant oder Rousseau, Volonté générale, sondern mit Ungleichheit. Und Hayek übersetzt deshalb diese Ungleichheit beim Neoliberalismus immer darwinistisch, er zitiert auch Darwin und sagt, der Wettbewerb ist eine Veranstaltung wie bei Darwin der Kampf ums Dasein. Es gibt dort Sieger und Verlierer, das stellt sich nur leider erst im Nachhinein raus, wer über die entsprechenden Stärken verfügt und wer der Schwächere ist. Die Gesellschaft verfällt in Starke und Schwache und die Starken gewinnen und die Schwachen verlieren. Und Hayek, der dann im Londoner Exil insbesondere seine englischen Landsleute, die er so nennt, vor den deutschen Immigranten waren, den Juden, die nichts anderes seien als Sozialisten, dem fällt dazu nur ein, dass dieser Wettbewerb sei, Zitat, eine selektive Ausmerzung. Und dass es um nichts anderes geht, weshalb Sie sich vielleicht auch nicht wundern, wenn Sie in die Geschichte des Neoliberalismus und seiner Implementierung gucken. Ich habe den Neoliberalismus zuerst kennengelernt, als er in Chile von Pinochet angewendet wurde, mit dem schönen Satz, die Demokratie müsste man auch mal im Blut baden. Dann wird es Sie auch nicht wundern, dass also unter diesem Gesichtspunkt selektive Ausmerzung gesagt wird, es gibt Menschen, die regen sich auf über das Elend in der Welt. Das könnte, sagt Hayek, der Margaret Thatcher beraten hat, gar nicht begreifen. Das Elend der Welt sei Ausdruck des Knappheitsprinzips und das sei wohl das ökonomische Grundgesetz. Und ohne die Ungleichheit gäbe es keinen Wettbewerb und damit keinen Fortschritt. Und in dieser Form sei dies dann dringend notwendig. Dieses Wettbewerbsprinzip als Prinzip der selektiven Ausmerzung wird dann also in die Universitäten eingeführt. Ich habe, als ich studiert habe, natürlich auch die Schriften von Adorno, Erziehung zur Mündigkeit gelesen und da ist mir dann, das ist mir dann irgendwann eingefallen, da gibt es ein Gespräch von 1969 zwischen Adorno und dem damaligen Leiter des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung, Helmut Becker, der eine Koryphäe war in der westdeutschen Bildungspolitik. Und sie haben debattiert im Hessischen Rundfunk zum Thema Erziehung zur Entbarbarisierung. Und das lese ich Ihnen mal vor. Es geht nämlich um Wettbewerb. Und da sagt also Helmut Becker, fragt Adorno, kommen wir also zu einer sehr schwierigen Frage. Wie bildet man Jugendliche dazu, dass sie diese Reflexionen auf humane Zwecke wirklich anwenden, beziehungsweise ist das für den Jugendlichen überhaupt vollziehbar? Ich würde sagen, dass es sehr gut möglich ist, aber Abschied von einer Fülle von liebgewordenen Vorstellungen bedeutet, zum Beispiel von einer in Deutschland immer wieder gehörten Grundbehauptung der Pädagogik, dass der Wettbewerb von Kindern etwas ungemein Förderliches ist. Man lernt Latein angeblich so besonders gut, weil man es besser können will, als der Mitschüler, der links von einem oder rechts von einem auf der Bank sitzt. Und der Wettbewerb, der von vielen Lehrern und vielen Schulformen bewusst geförderte Wettbewerb zwischen Einzelnen und zwischen Gruppen gilt in der ganzen Welt und zwar ganz verschiedenen politischen Systemen als ein besonders gesundes pädagogisches Prinzip. Ich möchte die Behauptung aufstellen. Und dann fragte Adorno, ob er dem zustimmen kann, dass der Wettbewerb, jedenfalls wenn er nicht nur in sehr lockeren und schnell wieder endenden Formen stattfindet, in sich ein Element
der Erziehung zur Barbarei darstellt. Das ist das, was ich Ihnen versucht habe, eben zu erklären. Und dann wird es Sie auch nicht überraschen, dass Adorno darauf antwortet: Ich bin völlig der Ansicht, dass der Wettbewerb ein im Grunde einer humanen Erziehung entgegengesetztes Prinzip ist. Wenn dies in die Universität in dieser Form eingeführt wird und einen gesellschaftlichen Grund hat, in einer neoliberalen Gesellschaft, die in dieser Weise den darwinistischen Kampf erklärt, dann ist das, was an den Universitäten gelehrt wird, und wenn man jetzt guckt, was tatsächlich lehrbar ist, weil es nur abprüfbar ist und gelehrt wird, dann in dieser auswendig gelernten Form tatsächlich, denke ich, eine Erziehung zur Inhumanität und der Protest dagegen zwingend, nicht um Studiengebühren abzuschaffen oder um die Universität als Pseudo-Aktiengesellschaft abzuschaffen, sondern im Interesse humaner Zwecke, wenn man das so ausdrücken kann. Wenn Sie noch einen kleinen Moment, kann ich noch zuhören mögen, noch mal einige Stichworte zu dem, was hochschulintern dies bedeutet. Aber das war mir, ich glaube, das ist der Schwerpunkt, um den es hier geht. Was dies bedeutet für eine Universität, wenn sie in dieser Form sich in einer Wettbewerbsgesellschaft befindet und dort keinen Beitrag mehr zu leisten hat und auch durch die Organisationsform zunehmend nicht mehr leisten kann, zur Selbstaufklärung und Kritik, dann bedeutet das, dass die neoliberale Universität sich integriert dieser neoliberalen Wissensökonomie, wie das die Weltbank nennt. Und die Weltbank feiert es auch im Übrigen und sagt, das Aufspringen auf den Zug der Wissensökonomie könnte ein Schritt sein, eine Schnellspur, so heißt das, also zu mehr Wachstum. Die EU, das habe ich vorhin vergessen vorzulesen, erwartet sich deshalb auch von der Hochschulreform, das muss ich jetzt doch nochmal nachgucken, von der Einführung des Neoliberalismus an den Hochschulen Wachstumseffekte. Irgendwo steht das hier, in folgender Größenordnung. Und zwar hat die EU mit dem Bologna-Prozess sich erhofft, durch die Förderung der Universitäten, dass Investitionen in Humankapital, das ist ein Zitat, ein zusätzliches Wirtschaftswachstum von kurzfristig 5% und langfristig zusätzlich 2,5% sind. Dafür studieren Sie jetzt. Also, wenn die Universitäten auf in diesem Außenverhältnis vorhanden sind und es um Wettbewerb geht, dann gibt es eigentlich genau genommen diesen Wettbewerb weder ökonomisch noch zwischen den Universitäten. Wettbewerb gibt es eigentlich, seit es multinationale Konzerne gibt, die den Markt aufteilen, weltweit kaum noch. Also seit ungefähr 20, 30 Jahren zieht sich jedenfalls die Zahlen immer durch die entsprechenden Publikationen, dass auf dem Weltmarkt etwa 30-40% konzerninterner Handel ist, der völlig jedem Wettbewerb entzogen ist. Und wenn es so einen Wettbewerb noch geben sollte, und das haben die sogenannten Väter der sozialen Marktwirtschaft auch außerordentlich klar erkannt, dann kann man den Wettbewerb, nachdem im Imperialismus schon hohe Kapitalkonzentration erreicht wurde, nur staatlich durch Wettbewerbsgesetzgebung und Wettbewerbsregulierung als künstliche Veranstaltung schaffen. Und ein Wettbewerb unter den Universitäten erfordert in diesem Falle, weil es ja keinen spontanen Wettbewerb gibt, eine bürokratische Veranstaltung, um den Wettbewerb zu machen. Dafür haben wir das Zentrum für Hochschulentwicklung. Deshalb brauchen wir im Moment auch den neuen Leviathan, nicht weil es der alte ist, der Staatsinterventionismus, sondern der Neoliberalismus braucht einen starken Staat, um diesen Wettbewerb als künstliche Veranstaltung überhaupt zu implementieren. Was diesen Wettbewerb auf einem Wissensmarkt bedeutet,
hat Herr Hayek in seinem vorhin erwähnten Buch so schön ausgedrückt. Die Entlohnung, schreibt er, die ein Mensch erhält, richtet sich nicht so sehr nach seinen Kenntnissen und Fähigkeiten als solchen, die er erworben hat und über die er verfügt, sondern nach seiner Unternehmerbegabung. Danach, dass er die beste Verwendung für seine Fähigkeiten entdeckt. Deshalb haben wir in Hamburg, das werden Sie in Frankfurt auch kriegen, wenn Sie es jetzt noch nicht haben, am Anfang des Soziologiestudiums und überhaupt jeden Studiums ein sogenanntes Praxismodul, bei dem Sie Rhetorik lernen, Selbstvermarktung lernen, Selbstdarstellung lernen. Und letztens habe ich von einer Studentin, die Sprachwissenschaft studiert, das Papier erhalten, des Dozenten dafür angestellt wurde. Der kam vom Pharmaunternehmen Beiersdorf und hat dann den Studenten beigebracht, wie sie sich auf dem Wissensmarkt am besten selbst vermarkten sollen. Das ist, wie gesagt, also kein Zusatzangebot für interessierende Studierende, sondern dafür bekommen sie Leistungspunkte und es ist Pflicht. Da muss man durch. Also zwei Semester lang hat man diese Praxismodule, sowas nennt man heute Praxis. Was nun die Außendarstellung betrifft, ich will mich ja jetzt relativ kurz fassen, ist mir vor gut einem Jahr in mein Postfach gelegt worden, mit der Bitte, dies auszufüllen, vom Wissenschaftsrat ein Fragebogen, der sich auf diese Außendarstellung bezieht. Und zwar, da ich daran nicht teilgenommen habe, habe ich also den folgenden Fragebogen nicht bekommen. Es ging erstmal nur um den Wissenschaftsrat mit einer Pilotstudie. Und da sind folgende Fragen an die Professoren im Bereich Soziologie gestellt worden. Ich lese Ihnen das mal vor. Erstens, sind Ihnen bedeutende Forschungspreise und oder wissenschaftliche Auszeichnungen verliehen worden? Name, Titel des Preises, Jahr der Verleihung, Institution. Zweitens, hatten oder haben Sie berufene, gewählte Ämter in anderen wissenschaftlichen Institutionen oder Gremien inne, die mit hoher wissenschaftlicher Reputation verbunden sind? In Klammern Amt, Funktion, Organisation, Zeitraum. Drittens, sind, außer in Publikationen, Produkte veröffentlicht worden, die auf ihren Forschungsergebnissen beruhen. Das fand ich besonders witzig. Titel, Name des Produkts, ja, Distributionsform, Nutzerkreis, Kurzbeschreibung des Produkts. Viertens, haben Sie durch Dienstleistungen und Auftragsforschungsprojekte oder durch Gutachten zur Anwendung soziologischer Produkte beigetragen? Also ich beschäftige mich mit Soziologie seit 1970. Mir sind soziologische Produkte noch nicht untergekommen. Ich hätte die Frage nicht mal beantworten können. Fünftens, haben Sie Ämter außerhalb der Wissenschaft inne, die für den Transfer aus der Wissenschaft in die Praxis relevant sein können? Es wird dann immer gesagt, also Frage weiter, also welche Position, Organisation und so weiter, das ist bei jeder Frage. Haben Sie in Zeitungen oder anderen Medien Beiträge veröffentlicht, die der Wissensverbreitung in der Öffentlichkeit dienen? Siebtens, wurden seit 2001 Unternehmen gegründet, auch sehr interessant, die auf Ihren Forschungsergebnissen beruhen oder mit denen Sie verbunden sind, Name, Kurzbeschreibung, Art der Verbindung. Haben Sie Weiterbildungskurse, ist die achte Frage, für externe Teilnehmer durchgeführt, in denen forschungsbasiertes Wissen der Soziologie vermittelt und als Zeugniszertifikat jedoch kein akademischer Abschluss vergeben wurde und so weiter. Neuntens, haben Sie Maßnahmen für ein breiteres Publikum zur Verbreitung von forschungsbasiertem soziologischem Wissen durchgeführt und durch besondere Publikationen, Schulbücher, Online-Kurse und so weiter zur Wissensvermittlung und Verbreitung beigetragen, Kurzbeschreibung. Also erstmal, wenn man das liest, liegt man ja lachend unterm Tisch, weil es so komisch ist. Aber es ist ja ernst gemeint. Das ist eine wissenschaftliche Pilotstudie. Es ist natürlich auch so, deshalb habe ich auch eben gesagt, mir ist bis heute nicht klar, was ein soziologisches Produkt sein soll.
Es sei denn, Soziologie studieren, ein Diplom hat oder so. Ich weiß nicht, ob das ein Produkt ist. Das heißt natürlich, dass auf dieser Art von Evaluation, und das ist das Interessante daran, die Vergabe von Mitteln beruht, die in Hamburg dann durch den Senat an die Universität vergeben werden. Und wenn Sie ein Fach lehren, was in diesem Sinne sich der Evaluation entzieht, dann ist das in der Evaluation gewissermaßen in einem Wettbewerbsnachteil, der dazu führen wird, dass dieses Fach über kurz oder lang aufgrund der Evaluation einfach liquidiert wird. Das ist sicher das eine, was die objektive Bedeutung ist. Durch Evaluation gewissermaßen legitimieren, warum man das Fach nicht braucht oder diesen oder jenen Professor nicht braucht. Mir ist dazu nur eingefallen, wegen meiner Biografie, nicht weil ich davon mal betroffen war, aber weil das ja in den 70er Jahren ein wichtiger Punkt war. Das ist also irgendwie eine neue Form des radikalen Erlasses. Aber viel drastischer, weil es jetzt nicht um Assene geht, sondern es geht um ganze Fächer, um ganze Lehrinhalte. Wenn man so will, Bildung lässt sich nicht evaluieren, versucht man es, ist sie weg. Was noch interessant ist daran, ist, dass hier mit keinem Wort auch dann im nachfolgenden Fragebogen des Zentrums für Hochschulentwicklung mit keiner einzigen Frage gesagt wird, was machen Sie eigentlich an der Universität so? Lehren Sie, wie sieht Ihre Lehre aus, welche Lehrinhalte haben Sie, welche Forschungsprojekte, was haben Sie eigentlich für Studenten, wie steht es denn so mit der Hochschuldidaktik oder Ähnlichem. Die Lehre spielt hier überhaupt gar keine Rolle. Und deshalb habe ich vorhin betont, also dass bei der Humboldt-Universität, da ist ja auch einiges, was man jedenfalls als Idee bewahren sollte, nicht in der Form, wie die Universität dann am Ende sich konstituiert hat. Was hier nicht stattfindet, ist die Einheit von Forschung und Lehre als Aufklärungsprozess. Hier ist der Professor, der da weiß. Die Studentin ist diejenige, die nicht weiß. Und wenn Sie sich das Modell mal klar vor Augen führen möchten, sehr empfehlenswert ein Brasilianer, den Sie vielleicht kennen, Paulo Freire als Erwachsenen-Alphabetiseur in Lateinamerika und in Mosambik und Ähnlichem unterwegs und der große Bedeutung gehabt hat für emanzipatorische Erwachsenen-Alphabetisierung. Und der also diese Form, der also ungefähr von der Tradition, das unterschreibt, was aus Frankfurt kommt, von Horkheimer über Adorno bis Marcuse und Erich Fromm, der also diese Form des Wissens ein Bankierskonzept der Erziehung genannt hat, noch ehe es das in dieser Form gab. Also, dass man eine klare Unterscheidung macht, weshalb in dieser Universität die Lehre systematisch irrelevant ist, sodass mal von der Zeit ein Kollege der Exzellenzuniversität, der Ludwig-Maximilians-Universität in München gesagt hat, je exzellenter die Universität, je besser sie in der Evaluation ist, desto schlechter ist die Lehre. Weil die Lehre in der Evaluation gar nicht vorkommt. Und die Professoren, die sich in dieser Weise auf die Evaluation konzentrieren, sich von der Lehre abwenden, dafür gibt es keine Rankingpunkte zu holen, dafür gibt es auch kein Geld zu holen. Die Lehre ist sekundär und wird von der Forschung abgehängt. Und die Forschung richtet sich auf den Erwerb von Drittmitteln, auf die Warenform. Da geht es auch nicht um Ware, um die Wahrheit, sondern um die Ware so rum. Und das ist der Sinn solcher Evaluationen. Was die Binnenstruktur der Universität betrifft, darüber wird ja dann hier noch ein anderer Kollege referieren. Es gab in Hamburg mal einen Protest vor Jahren von Professoren, die dort ihre Funde haben wegschwimmen sehen, dass die Hamburger Universität wie eine Aktiengesellschaft organisiert sei. Dem kann man einfach nichts hinzufügen. Es ist einfach so. Wir haben Hochschulrat, einen Aufsichtsratsvorsitzenden, wir haben Aufsichtsrat und so weiter. Das nennt sich nur alles anders.
Wir haben Dekane, die von außen kommen. Der Hochschulrat ist zuständig für die interne Evaluation und deshalb auch für die interne Mittelverteilung. Und der Hochschulrat besteht zur Hälfte aus Vertretern der sogenannten Wirtschaft, von multinationalen Konzernen wie Unilever, also dem Tabakkonzern und so weiter. Und die machen das ehrenamtlich, nebenamtlich, kümmern sich, erledigen sie die Universität auf diese Weise nochmal mit außerordentlich starken Folgen. Die Dekane in den neu gegründeten Fakultäten, ich habe meinen Dekan noch nie gesehen, kommen auch von außen, die stellen sich dann mal brieflich vor. Und was dann in solcher betriebswirtschaftlichen Reorganisation natürlich überhaupt nicht mehr mitkommt, ist dann eine politische Arbeit der Studentenschaft, eine demokratische Willensbildung, demokratische Strukturen innerhalb der Universität, würde ich sagen, weitgehend liquidiert. Also in meinem Fall im Hamburger Institut für Soziologie, der Institutsrat weg, die Kollegen reden nicht mehr miteinander, man kennt sich auch kaum noch, jeder für sich. Und dann gibt es den Fakultätsrat, da kennt man aber überhaupt niemanden mehr. Interessant ist im Übrigen, vielleicht bekommen Sie es in Frankfurt auch, so, wenn es noch nicht so weit ist, in Hamburg gab es vorher Fachbereiche und der Fachbereich 1 war Theologie und die nächsten Fachbereiche gehörten dann zur Medizin und Philosophie, Sozialwissenschaft und so. Und es drückt sich jetzt der neoliberale Umbau auch darin auf, dass die Theologie ganz nach hinten gerutscht ist. Die Philosophie ist irgendwo unter die Geisteswissenschaften eingeordnet und taucht als Fakultät nicht mal mehr auf, also das alte Dach der Universität. Und auf Platz 1 ist jetzt neoliberal, deshalb habe ich vorhin auch betont, wo kommt Hayek her? Rechtswissenschaft. Fakultät Nummer 1, Fakultät Nummer 2 ist die Wirtschaftswissenschaft. Und mein Institut Soziologie ist der Wurmfortsatz der Wirtschaftswissenschaft und wird sicher über kurz oder lang dann eliminiert werden. Was die Binnenstruktur der Universität noch betrifft, dann höre ich auch auf, aber das möchte ich doch nochmal loswerden. Was die Binnenstruktur nochmal weiter betrifft, ist das interne Verhältnis Lehrende-Lernende, also diese Entkopplung der Forschung von der Lehre. Was wird aus der Lehre und was wird unter dem Gesichtspunkt aus dem Lernen? Worum es hier in Form der Lehre zunächst mal geht, ist, dass die von der Forschung entkoppelte Lehre Inhalten gilt, die betriebswirtschaftlich effizient gelehrt werden sollen. Und wenn man sich das im Extremfall für die Philosophie vorstellt, ist das das Ende jeder Philosophie und jeder Wissenschaft, die in der Philosophie mal ihre Grundlagen hatte. Wenn man effizient etwas lehren will, setzt das voraus ein konformes, allgemein anerkanntes Curriculum, sodass jeder Lehrende jedes lehren kann. Das heißt, es wird vorausgesetzt gewissermaßen eine gesellschaftlich konforme Position in Rücksicht auf Wissen. Nun wissen alle, die Sozialwissenschaften studieren oder Philosophie oder ähnliche Fächer, dass dort nicht nur die Subjektivität des Professors außerordentlich wichtig ist, weil nämlich man könnte auch zu Wort greifen und sagen, nur soweit die Selbstaufklärung gediehen ist, nur soweit gelingt auch die Aufklärung über gesellschaftliche Verhältnisse, sondern auch, dass diese Wissenschaften in die Gesellschaft selber eingelassen sind und die gesellschaftlichen Antagonismen in diesen Wissenschaften auch auftreten. Weshalb es außerordentlich wichtig wäre, zumindest, also wenn man sich auf ganz niedriges Niveau verständigen würde, unterschiedliche Lehrmeinungen zuzulassen. Das ist nicht mehr der Fall. Wir haben in Hamburg im Bereich der Soziologie, das ist in diesem Semester neu, immer einen öffentlichen Aushang. Und der zeichnet sich in diesem Semester erstmals dadurch aus,
dass die Professoren nicht mehr namentlich genannt werden, sondern dass es nur noch um Seminare geht, die von dem einen Professor genauso gelehrt werden könnten wie vom nächsten. Das heißt, um konforme Lehrinhalte, und die Professoren sind austauschbar und deshalb eben auch bei Professoren, das muss sich vielleicht nicht besonders kümmern, aber deshalb auch die Studierenden. Die Studierenden gelten hier von vornherein als Objekte dieser Bankierskonzepte der Erziehung. Und wenn sie in dieser Form ein Wissen haben, was nicht wie ein aufklärendes Wissen inwendig wird, sondern auswendig bleibt, dann passiert das, was ich vorhin in einem ganz anderen Kontext gesagt habe. Man bildet Menschen, denen etwas Auswendiges zur zweiten Natur wird, sodass sie am Ende glauben, sie dächten das tatsächlich. Und ein solch auswendiges Wissen, das kann man tatsächlich evaluieren und abprüfen. Ich habe in diesem Semester auch das erste Mal Formulare vorgelegt bekommen, in denen ich ankündige, den Lehrinhalt für das kommende und das darauf folgende Semester. Und was in diesem Formular außerordentlich viel Platz einnimmt, das ist der größte Platz, sind die Formen, wie ich prüfen möchte. Da ist also die neue Universität außerordentlich erfinderisch, welche Prüfungsmöglichkeiten es so gibt. Erste Prüfung, zweite Prüfung. Ich konnte auswählen, ich glaube, zwischen 10 verschiedenen Prüfungsarten. Erste Prüfung, zweite Prüfung, wann findet was statt? Wie ist das? Gibt es Wiederholungsmöglichkeiten und so weiter? Und diese Prüfungen betreffen dann die Frage, ob dieses auswendige Wissen tatsächlich verinnerlicht wird. Was dann dazu noch kommt, ist, wenn in dieser Form man ein auswendig gelerntes Wissen hat, das zu dem passt, ein auswendiges, in Metaphern gesprochen, Curriculum. Wir haben in Hamburg seit einigen Jahren das Bachelor- und Master-System. Die ersten Bachelor haben das absolviert. Und dieses Bachelorstudium wird allen Ernstes vom Institut für Soziologie wie folgt angeboten. Innerhalb der sechs Semester haben die Studenten Pflichtfächer in den ersten 4 Semestern. In den letzten 2 Semestern haben sie Wahlpflichtfächer, da können sie zwischen 5 Angeboten auswählen und müssen 2 nehmen. Dann gibt es einen Wahlbereich, den müssen sie nehmen, der ist aber für die Noten völlig irrelevant. Je interessanter es wird, also dort, wo Studenten ihren Interessen nachgehen, ist das prüfungstechnisch gesehen völlig irrelevant. In den anderen Bereichen wird gesagt, müssen die Hamburger Studenten, ich muss mal nachgucken, insgesamt 180 Leistungspunkte erreichen. Ich will Ihnen das jetzt nicht im Detail vortragen, aber wenn ich anfangen würde zu studieren, bräuchte ich einige Zeit, um das zu verstehen. Ein Leistungspunkt wird hier angegeben, entspricht 30 Stunden durchschnittlicher Arbeitszeit. Ein bisheriges Mittel- oder Oberseminar entspricht 4 Leistungspunkte, das heißt durchschnittlich 120 Stunden Arbeitszeit. Und in dieser Arbeitszeitnormierung wird das Studium normiert, also am Ende 180. Und deshalb sagt auch für die ankommenden Studenten der Studienführer für Bachelor, dass sie gleich wissen, wo sie sind. Also diese 180 Leistungspunkte innerhalb von 6 Semestern zu erbringen, würde einer 40 Stunden Arbeitswoche mit 7 Wochen Jahresurlaub entsprechen. Also Fabrikarbeit, könnte man sagen. Nun ist es ja mit diesem Auswendiglernen so eine Sache, aber da kommt ja viel nicht vor. Also wenn ich Bücher schreiben würde in dieser Art, dann ginge das gar nicht. Also das werden Sie auch wissen. Also ein ganz wesentlicher Punkt ist im Bereich Sozialwissenschaften, Philosophie, Geschichte, Pädagogik und so weiter.
Ja, die eigene Subjektivität und die Ordnung, die man gewissermaßen in die Welt bringt und die sich dann umgekehrt auch in der eigenen Identität widerspiegelt. Und dies ist eine ungeheure Anpassungsleistung, die zu erbringen ist, entfremdete Arbeit in diesem Wissensbetrieb. Und dann ist am Ende dies so darzustellen, dass die Studenten ihre Zufriedenheit über die Lehre darstellen können in einem Evaluationsbogen. Der wird noch nicht in der Hamburger Universität verteilt, aber an der Hamburger Fachhochschule ist das gang und gäbe seit Jahren, dass man dort 20 Fragen vorgelegt bekommt und da können die Studierenden eintragen, ob sie für ihr Geld auch die entsprechende Gegenleistung bekommen haben. Das heißt, vorausgesetzt wird hier, wenn man das umkehrt, Studenten, die an überhaupt gar nichts Interesse haben, beinahe wie in der Faulheitsdebatte, denen man also durch Druck etwas indoktrinieren muss, zum Auswendiglernen geben muss. Lehrende und Lernende scheinen überhaupt nicht miteinander zu sprechen. Die Lehrenden auch nicht, das tun sie in Hamburg in der Tat nicht, aber das ist nichts Neues. Das war anders auch nicht so besser. Und die Lernenden auch nicht. Und es gibt dann zum Beispiel bei den Prüfungen im Moment auch etwas, was man ankreuzen kann. Team Studies heißt das neuerdings. Man hat die Entdeckung gemacht, dass Studenten auch miteinander reden und lernen können und dass sie Gruppenarbeiten abgeben können. Das ist ganz neu. Und dass man das auch abprüfen kann und dass das natürlich Team Studies heißt. Das muss es ja heißen. Die Sprache ist immer Englisch. Auch wenn man sonst kein Englisch kann, aber dafür ist es zwingend. Am Ende, und damit komme ich auch zum Ende, kann sich auch so etwas nur was Furchtbares ergeben, außer dass man eine bestimmte Persönlichkeitsstruktur, nämlich diesen autoritären Charakter, doch heranzieht und kein gebildetes Individuum. Dass man ein konformes Subjekt schafft, was wahrscheinlich der gesellschaftlich größte Skandal ist, schafft man noch auch dieses autoritäre Subjekt, das sich vermarkten kann. Und zwar hat das Hamburger Institut für Soziologie den Bachelorstudenten gesagt, versprochen, was die können sollen, wenn sie 6 Semester Soziologie in dieser Weise gelernt haben. Und dann wissen Sie, wenn ich das vorgelesen habe, damit höre ich dann auch auf, was Schaumschlägerei ist. Also, nach 6 Semestern werden die Hamburger Studenten, wenn sie Soziologie studieren, werden sie neidisch werden, Folgendes können: Mit den wichtigsten soziologischen Theorieparadigmen vertraut sein. Also die können sich locker aus, also zwischen Max Weber und Karl Marx, George Herbert Mead, Niklas Luhmann, alles kein Thema. Sie können soziologische Grundbegriffe und Theorieansätze für die Analyse sozialer Sachverhalte nutzbar machen können. Das ist ein sehr merkwürdiges Verständnis von Theorie, nicht? Sie sind in der Lage, Datenquellen für Zwecke der Sozialstrukturbeschreibung und Sozialplanung zu erschließen, sowie einfache Sozialstrukturanalysen durchzuführen. Sie können Aspekte der deutschen Sozialstruktur aus der Perspektive des internationalen und historischen Vergleichs analysieren. Sie sind mit den Konventionen und Abläufen eines sozialwissenschaftlichen Forschungsprozesses vertraut. Sie sind in der Lage, geeignete Methoden der empirischen Sozialforschung für allen anfallende soziologische Fragestellungen zu identifizieren und anzuwenden. Also von der quantitativen Methode bis zu den, ich weiß nicht, ungefähr 60 Formen der qualitativen Forschung kennen Sie alles. Sie besitzen die Fähigkeit, computergestützte Datenanalysen und statistische Auswertungsverfahren durchzuführen. Und last not least, Sie besitzen berufsqualifizierende Schlüsselqualifikationen. Sie beherrschen nämlich unter anderem die Präsentationstechniken. Und das kann man alles nach 6 Semestern. Ich muss sagen, ich habe dafür etwas länger gebraucht, um einiges dafür zu können. Also ich kann das nicht.
Und bei einigen bin ich auch ganz froh, dass ich das nicht kann. Aber andere Dinge, also mit den wichtigsten soziologischen Theorieparadigmen vertraut zu sein, also stellen Sie sich mal vor, wenn Sie mal angenommen, also Sie interessieren sich merkwürdigerweise für Niklas Luhmann und könnten den selbstdenkend entwickeln, dann sind Sie ja damit vertraut. Aber nicht nur mit Luhmann, sondern auch mit Parsons oder mit Mead oder mit sonst irgendwie, mit Simmel oder was weiß ich mit wem, nicht? Und Sie können das alles. Sie können also die verschiedenen Formen der empirischen Sozialforschung und so, und das alles innerhalb von 6 Semestern, aber die 180 Leistungspunkte besagen dann, dass Sie es können. Und dann gehen Sie und dann fragen Sie sich natürlich, wozu denn noch Master? Ich weiß es auch nicht. Vielen Dank fürs Zuhören.